Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, die Bullen sind versorgt. Wir fahren sie jetzt zum. Und wir werden den Futtermischwagen zum Lohnunternehmer zurückfahren. Dazu geben wir Gas, ne? Kann man hier rausfinden? So. Das geht weg. Das lesen wir auch. Und wir fahren zum Händler. Ja, ich habe es hier geschafft, den Ton extern zu legen, also die Musik. Dass es wieder automatisch läuft. So kann er nicht mehr vergessen. Hoffe, dass die Lautstärke passt. Ich habe schon gestern ein paar neue Musikstücke rausgesucht bei YouTube. Habe es heute noch nicht drauf, aber will es mal in den nächsten Tagen dazu tun, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. Ich möchte schon bedanken für das fleißige Zuschauen. Hat ja Sonntag ein Rekord für mich persönlich mit 34 Aufrufen insgesamt. Danke für Interesse. Gab sogar mal ein Like. Auch super, danke. Ja, das ist schon schön, ne? Wie das so genau mit YouTube funktioniert, das weiß ich nicht. Das ist mir noch ein Buch mit sieben Siegeln, kann man sagen, ne? Aber gut, irgendwie, denke mal, man muss nur konstant dabei bleiben. Dann wird auch vielleicht mal hier und da mal empfohlen. Und dann geht das nicht automatisch, aber doch irgendwie geht schon. Ne? Ja, heute machen wir das Szenario letzte Szenario fort mit den Tieren, Tag 1. Keine Ahnung, was noch kommt. Lass mich jetzt überraschen. Für heute sind wir versorgt, also heute hingeben, ne? Und mal schauen, ob jetzt, wenn ja die Aufgabe kommt, ob wir noch Futter machen müssen oder so. Weil eigentlich beide sind uns voll, glaube ich, ne? Oder war einer frei? Das gar nicht jetzt. Wenn beide voll sind, dann können wir kein Futter machen, ne? Oh, Quatsch, ne? Oder wir, sagen wir im August. Im August wird keine Aussaat mehr kommen. Vielleicht Gras mähen? Bloß nicht, ne? Genug Gras gemäht. Muss er ja nicht mehr haben. Ich habe überlegt, es könnte sein, dass ich bei der Steuerung und da und drinnen, ne? Fahrzeug zum Hof, na ja, gut. Macht ja Sinn, ne? Mein Futter ist drin geblieben? Na gut, okay. Ist ja eh nur Mais. So, Hof, links. Ja, mit der Karte, gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke mal, mit der Zeit, das lernt man so nach und nach kennen, wo man langfahren muss, ne? Und die führen letztendlich auch alle Wege nach oben, ne? Wir haben im Prinzip eine kleine Karte, also links, ne? Und da kann man einen blauen Strich sehen und die grob die Richtung erkennen. Und zur Not mit N-Taste auch im Prinzip automatisch fahren lassen. Und heute fahren wir mal selber. Mercedes, ne? Ob der Zaun so original ist, ich weiß es nicht. Und noch nie einen gesehen. Doch, ich hatte mal vor einer Weile mal einen gesehen. Vor unserer Firma fuhr einer lang. Schon eine Weile her. Kann man den rechten Ton nicht erinnern, jetzt direkt. Ne? Also Straße gefahren, also von daher nicht so aufgefallen. Ja, hofft man, dass es ruckelfrei ist, ne? Immer ein bisschen einen höheren Bitrate auf. Für die Qualität immer passen. Messi und so, ne? Und das auch noch Möglichkeit. Fehlerfrei rüberkommen. Und sehe gerade, Aufnahmesoftware zeigt keine Fehler an, das muss gut sein. Wenn da was Rotes auftaucht, eine rote Schrift, und meistens, oh, böse. Böse, böse. Nice, abbrechen und von vorne beginnen. Leistung produzieren. So, angekommen am Hof.
Wie gesagt, Qualität ist immer ganz wichtig. Ne, soll ja auch. Und da, oh je. Ja. Lass mal laufen. So, geh jetzt zum Haus. So. Bestimmt einen Tag schlafen. Deine Tiere hungern, das ist schlecht. Guten Morgen. Neues Glück. Auch heute musst du mit Hilfe von Max Hink deine Tiere füttern. Achso, gut, der Händen bringt man vorbei, das passt. Ah ja, ist schon da. Sobald er abgestellt hat, kannst du gleich loslegen. Das ist gut. Hab's aber drin gelassen, ne? Wieder nicht. Die Bullen warten schon auf ihr Futter. Der Futtertisch, so nennt man den Bereich, wo du mit deinem Futtermischwagen drüber fährst. Und die Tiere fressen ist sauber und du kannst das frische Futter verteilen. Natürlich erst, sobald du die Futterration fertig hast. Weiter. Gut. Ja, hätten wir auch hier behalten können, ne? Das wäre dann besser gewesen. So. Ja, ich bin LS gewöhnt. Drückst Enter und springt an, ne? Oder du steigst ein und geht automatisch an. In dem Fall müssen wir ein bisschen improvisieren oder beziehungsweise das so nutzen, wie es auch reell ist, ne? Schnell gefahren. So. Gut. Und? Leer. Super. War da bestimmt 10.000 da drin oder 8.000. Verschmutzung waschen. Ach so. Wir denselben Spaß, ne? Naja. Gut. Muss ich doch. B. Bremse. Mit 6.000 Silage füllen. So wenig. Ah, bestimmt hier was mischen mit Heu und so, ne? Ja. So. Drehen wir um und dann machen wir die Maus aktivieren. Dann müsste ich mal. Gut, dann muss ich offline machen, drücken. Weil ich nicht genau weiß, wo. Runter ist das hier. Mal kurz hier reingehen bei Einstellung Steuerung, weiß ich nicht genau, Scroll, Fahrzeuge, generell Tiere anlocken, das ist nicht ein Problem. Ach, Fahrzeug vor TNR. Das ist jetzt ich muss mal gucken, wo Maus ist. Beleuchtung, Kamera. Gut, da finden wir jetzt nichts.
Irgendwo muss er aber dran, da drin sein. Da geht er ja nicht. Das ist schlecht. Wieso nicht? 5, 4. Eine blöde Zahl. Soll denn 3000 sein können? Ja, geht auch nicht. Ich hab doch kein Patch. 3 war. Machen mit Tastatur, da nützt ja auch nichts. Wenn die Maus nicht funktionieren will, muss man aufpassen, dass ich hier drin lasse, ne? 2,6. Der also 4000. 5200. Muss ich 8 Computer zum Plus haben. So garantiert mischen, ne? So. 3 war, 4 war. Das ist natürlich blöd, ne? Das kommt nie wie soll, ne? Gut, dann mit 3 runter. Man muss nur gedrückt halten, sonst fährt er so schnell runter. Und dann machen wir so. Das passt fast. Mal 3. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, dass ich mir irgendwann mal in diesen Kontrolle mit dem Joystick hinkriege. Das ist dann angenehmer, ne? So hoch darf aber schnell gehen, das ist egal. So, das sind dann 5000, also 800 Liter brauchst du plus normal. Da ist schon so ein das Ding da für Heu. Ah, so schlimm ist. So, 4. Ja, 800 Kilogramm empfehlen. Was ich hinkriege. In meinem ist 10 und 37 verdammt spät zum Füttern, ne? Das ist normalerweise früh erledigt. Um 5 Uhr beginnen und dann entsprechend nach dem Ausmisten Feierabend. Theoretisch. So. Fahren wir runter. Und das ist mir echt gewöhnungsbedürftig. So, wir wollen 800 Liter haben, also das ist natürlich nicht so viel, aber gut, okay. 1500.
Ja, da geht er. Geht wieder raus, leer. Los, Bube. Es wird echt schwer, genau die 800 Kilogramm zu Liter zu kriegen. Mal schauen, was ungefähr dahin bekommen. Die Richtung, grob jedenfalls. Wenn es ein bisschen mehr ist, macht ja nichts. In meinen Augen, aber. Das war halt. Kippt gleich wieder aus, der Bursche. Bin ein bisschen aufrichten. So. Drei. Bisschen runter. Jetzt mal ganz vorsichtig ranfahren. Sieben FPS. Das müsste hinkommen. 867, so genau. Können die gar nicht arbeiten, die Burschen. So, nach oben. Oh, Zeit vergeht wie so. Entschuldigung. Ja, die Fallenlänge ist immer so eine Sache, ne? Also zu kurz ist blöd und zu lang ist ungünstig für den Algorithmus, ne? Also das ist das Problem. So. So, jetzt Bremse. 4. Die andere ist natürlich, ne? So. So, lass uns die Tiere glücklich machen, heute noch einen schönen Heuwand mit in die Futter zu geben. Nachdem du deinen Nachbarn neulich bei der Heuernte geholfen hast, hast du dir zum Dank noch ein paar Ballen dein Gras gepresst. Ja, die Ballen hat er im Unterstand vor den Stalleingang eingelagert. Okay, so liebe Schauer, das soll es also heute gewesen sein. Wir machen nächste Woche weiter, also nächste Woche, Entschuldigung, morgen mit den Heuball reinbringen, ne? Wird eh schwierig genug. Aber ich hole gleich wieder ab, dann wird los geht, ne? Na, tschüss, ciao, und vielen Dank fürs Reinschauen. Mal sehen. Ja, mal sehen. Morgen geht's weiter. Tschüss. Ich bin da. Ich freue mich, wenn ihr auch da seid. Tschüss.